Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon. In den letzten Part haben wir herausgefunden, dass Titus ja auch ein Kenimon ist. Was ich auch schon eine Folge davor schon prediktet habe. Auch wenn ich nicht weiß. Das Ding ist aber, wir sind nur zu dritt. Ich bin mal gespannt, Alter. Also, wird nicht leicht. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Tz, wie nervig, immer langsam mit den jungen Pferden, wir helfen. Ich bin nah dran, also schlage ich als erstes zu. Das Ding ist halt, ich habe keinen Heiler. Das ist halt wirklich bitter. Also diesmal bin ich auf meine Pflaster ja wirklich angewiesen. Aha. Ich kann auch nur auf die Spinnennetze wirklich laufen. Oh, ich kann mit gar keinem von denen angreifen, wie es aussieht. Ja, aber eigentlich wäre doch vielleicht schlau, wenn ich nicht mit allen in die Mitte gehe, oder? Wobei, da ist noch eine Spinne. Aber das ist so ein komisches Ding. Geisterheilung. Okay. Nee. Ich würde sagen, komm, scheiß drauf, wir gehen doch mit allen drei da. Ich meine, die meisten Tokumon sind gerade mal Level 4 und 5. SP minus... Aha. Interessant. Das war immer ein One-Shot, würde ich mal sagen. Okay, das Gute ist, wie es aussieht, kann Bertramon so gut wie alle One-Shotten. Also außer wahrscheinlich die große Spinne. Ja, das ist das Einzige, was halt wirklich gut ist, dass ich nicht vergiftet werde. Aber dass der mir jedes Mal SP abzieht, ist halt schon ein kleiner Mongo. Kann ich von hier aus angreifen? Ja, okay. Warum soll ich mich mit dem aufhalten, wenn ich ihn halt mit Bertramon schon umbringen kann? Wie weit komme ich mit Tyrannomon? Ich muss die Kamera aber ein bisschen wechseln, fällt mir auf, weil ist schon. Ich finde es aber nur interessant, dass das Bertramon nicht juckt. Machen wir mal. Kann ich nicht ein bisschen auch rauszoomen? Ja. Okay. Das hat jetzt nicht gereicht. Ah, reicht auch nicht. Aha. Eine Spinne kommt jetzt langsam runter. Das ist schon mal interessant. Natürlich hat er jetzt Bertramon vergiftet. Drecksau. Okay, aber mit Bertramon gehe ich nicht mehr auf den los. Ich versuche jetzt den hier nur noch anzugreifen. Weil auf jeden Fall einer von den zwei wird den anderen Dokumon jetzt kaputt machen. Deswegen. Ah, war ja klar. Das ist schon mal geil. So, im Prinzip mit Bertramon. Den rausnehmen. Ja, war ja klar, dass jetzt eine Cutscene kommt.
dachte schon, ich wäre ledig, danke. Ah, deswegen konnte ich nur drei auswählen, weil ich jetzt die zwei. Jetzt kriege ich drei von denen wieder. Zeit für eine Revanche, die safe im Team sind. Ja, jetzt ist aber die Frage, mit Petermon eigentlich da lang gehen. Ja, und jetzt eigentlich gehe ich mit denen hier Richtung Akunimon. Aber ich sollte eigentlich das Ding hier vorher kaputt machen. Droppen da jetzt echt noch welche? Das ist natürlich scheiße. Weil Petermon hat ja nicht mehr so viel SP. Okay, Falcomon auf jeden Fall gleich mal ticketieren. Und versuchen Birdermon zu unterstützen. Ah nee, die lasse ich, dass sie noch heilen kann. Zum Notfall. Ja, ich muss halt gucken, mit Birdermon wäre am besten, wenn ich das Ding hier vorher kaputt mache. Das war dumm. Ne, mit dem kann ich nicht anfangen. Ich finde es eher interessant, dass der mich jetzt nicht angreift. Ja, natürlich umzingelt der mich. Ist doch die gute Strategie, dass ich da jetzt hingehe und den versuche, das Ding hier kaputt zu machen. Okay, mit ihm. Verdammt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass Akunimon jetzt schon aktiv wird. Warum komme ich mit Kramon eigentlich nicht da hoch? Fällt mir gerade auf. Jetzt komme ich vor allem mit dem da hoch. Ich muss gucken, dass ich mit Bertramon das Ding vorher kaputt mache. Ach, mich halt das auch. Was ist das für ein dummes Ding? Ja, egal. Auf jeden Fall. So. Ab jetzt gehe ich auf Akunimon los. Nein! Autsch. So. Tschüss. Okay, total sinnlos. Ah, cool. Also das V sich selber trotzdem mal kaputt gemacht, wer weiß. Komm, dann mach ich mit Tyrannomon den noch kaputt. Also eigentlich nächste Runde habe ich gewonnen.
Ah. Wenn DSP auf 0 geht, gehen sie in den Rookie-Level wieder zurück.悔しいわね。本調子じゃなかったとはいえ、こんなガキどもに。本調子じゃない。あれだけ手強かったのに。こいつ手を抜いて戦ってたよ。<笑>違うわよ。まともに戦う気がしなかっただけだもの。 祭壇の支度も整っていたのに。仕方がないわね。この場は譲るとするわ。生贄を捧げる役目は私じゃなくてもいいもの。さっきから何わけのわからないことを言ってるんだ。さあ、お前がさらった女の子の居場所を教えろ。だからどうしてそれを あなたなんかに教えなくちゃならないわけ？こいつ、この期に及んでまだそんな口を叩きやがるのか。どうやら少し痛い目を見なきゃわからないようだな。よしましょうよ、そんな乱暴なこと。教える気がないんじゃなく、知らないんじゃないかな。なんだと？ん？ あなた案外賢いじゃない。おい、気をつけろ、カイト。不用意にそれ以上近づくな。こいつが話を長引かせてる時は、間違いなく何か小細工をしてるってことだぜ。ご名答。それじゃあ私は帰らせてもらうわ。何？くそ！ また逃げられた、あの野郎。仕方ないよ。あいつが最初から余裕あったのは、いつでも逃げられるって思ってたからだし。実際逃げられたもんな。だからまともに戦う気もなかったのかな。どうなんだろうな。戦うふりだけでもしなきゃいけない事情でもあったのかな。とにかく まずは当初の予定通り、あの塔を登ってみよう。Und? Was kriegen wir dafür? Naja, EP war jetzt nicht so viel. Bin ich jetzt nicht so beeindruckt. Hatte gehofft, ich krieg ein bisschen mehr. Was ist eigentlich mit Kunemon? Und Ryu? Ich habe eigentlich erwartet, dass denn seine Entwicklung jetzt kommt. Danke! Danke, Uteski! Oder? Ne, nanka koega suru wa? Masaka, mata sakki no Arukenimon ga? Ja, tasuke o motomeru koe datta. この辺りから聞こえたか。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ。どんな相手かもわからないんだぞ。そんなこと言わないで助けてあげようよ。うるさい。お前が口出しするな。助かりたかったら襲うな、とか条件つけてやったら。だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物よこせ、とか。どう？それじゃあ追い剥ぎじゃないの。 見つけた。お助け。テントモン。テントモンだ。悪いやつじゃないよ。蜘蛛の巣に絡め取られてるね。かわいそうに。条件次第かな。食べ物でもいいけど、何か持ってるのかな。 それなら、ミュウの目撃情報がないか聞けないか。なるほど、わかった。アグモン、お願い。任せて。
はあ、助かった。いや、どうも大きに。ん？珍しいこともあるもんやな。また人間の子供です。またって、君、他にも人間の子供を見かけたの？はいな、アンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ？いや、それがあの怖い歩きにもんに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもんにバレまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミユは、その子はどうなったんだ？え？ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから、間違いありません。なんかあれです、キラキラしたとこへ行きまして。そうか。教えてくれてありがとう。それと、ミユを助けてくれたこともありがとう。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこって？わてもあれや、なんちゃったらええんやろ。上の方からバーッと眺めたらええんちゃいますか？あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない？そうだな、それなら早く登ってみよう。Okay, jetzt sind wir beim Leuchtturm, denke ich mal, angekommen. よし、やっと着いたぞ。いや、今さらだけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしくない？どっから電気来てんの？メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ。おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。って、おい、なんだこれ。どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてたの？なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ。何がどうなってんの？みんな落ち着くんだ。修二さんが一番落ち着いてないじゃない。そんな。 Alle sind geschockt, aber für Kaito als Einheimischen ist es bestimmt noch schlimmer. Und Aoi ist tatsächlich sprachlos. なんで海？なんで島なんだ？見覚えのない建物すらあるぞ。キラキラ、なんか大きな輪が見える。あっちには鉄パイプだらけのでっかい建物があるな。異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。
そう考えていいのね。そんなことないって。まだ悲観するには早いよ。でも亮、やっぱりだ。やっぱりここは元の世界じゃない。元の世界じゃ、きっと死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ、亮。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママは。そうだよ、そうさ。Der hat ja einen totalen Nervenzusammenbruch. だからママはここにいるんだ。きっと。あれは間違いない。俺を呼びに来たんだ。おい、何を言ってる？落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ、一人一人が自覚を持って、周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ！いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く？危ねえぞ。まずいぞ、リョウを止めないと。Ja, würde man sagen, absoluten Nervenzusammenbruch. Oh, jetzt kommt aber Kunemon seine Diktation. So, もう大丈夫。わかったんだ、俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ、俺だよ。助けて。あ、だしょみだ、オーケーにも。あらあら、やかましい坊やだこと。あ、und das ist das andere Viech, was wir vorher gesehen haben. そんなにママに会いたかったのかしら？ほら、いらっしゃいな。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ？ママ、助けてよ！ Ich weiß zwar nicht, was Ryu sich jetzt gerade vorstellt. なあ？何言っちゃってるの？あんた。Genau, das dachte ich auch, okay, Nimon. うるせえ！俺は今ママと喋ってんだよ！邪魔すんな！ママ、俺、ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるん？どう、きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。
Okay, jetzt muss Kumemon kommen, doch, oder? Wo ist der überhaupt? Was ist das? Ja, da. Was ist das? Ugoku na. Tsukami nikui. Omae, koko kara otosu. Bringt der nicht einfach normal um? Tasukete mama! Urusai, damare! Geht doch. Mama! Mama! Tasukete mama! Boah, ist Rio nervtötend. Mendoi. Ja! Nani, Aizu? Dekai! 一つ目の化け物？やつはサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ。あいつ頭は悪いから。え？リョウはまだ無事なのか？抵抗してる。リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。クネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな。クネモン、ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、みんな行くぞ。Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal retten wir den vollgeknallten Ryu. Ciao.